Profil Podcasts. Hallo, mein Name ist Michael Nikpasch und ich möchte Sie über die neuesten Wendungen im Fall HC Strache informieren. Wir haben erfahren, dass kürzlich Straches langjähriger Sicherheitsmann und Fahrer im Rahmen einer Hausdurchsuchung festgenommen wurde. Es geht um den Verdacht der Erpressung. Das hat damit zu tun, dass Medien jüngst unter anderem Belege zugespielt worden sind, wonach HC Strache seine Spesen auf eher kreative Weise mit der Partei abgerechnet habe. Und es steht der Verdacht im Raum, dass der Referent, der Sicherheitsreferent, dieses Material auch der Justiz zum Kauf angeboten hatte. Daher offenbar die Annahme einer Erpressung. Da ist nichts bewiesen. Es gilt die Unschuldsvermutung, ganz klar. Was aus unserer Sicht aber durchaus erwähnenswert ist, ist, dass wir, also konkret ich, diesen Sicherheitsmann am 24. Mai dieses Jahres telefonisch interviewt haben. Das war 7 Tage nach Auffliegen des Ibiza-Skandals. Und es hat sich damals gezeigt, dass der Sicherheitsreferent erstaunlich genug enge Kontakte zu dem Wiener Anwalt M. unterhielt. Und bei M. handelte es sich um einen der vermeintlichen, vermuteten Drahtzieher hinter dem Ibiza-Video. Ich habe den Sicherheitsreferenten daraufhin angerufen und auf seine Bekanntschaft zum Anwalt angesprochen. Wir spielen jetzt Teile des Interview-Mitschnitts aus. Wir können ihn nicht in seiner Gesamtheit zur Verfügung stellen, weil darauf eine ganze Menge personenbezogene Dinge gesagt wurden und die genannten natürlich Anspruch auf Identitätsschutz haben. Ja, also was sagt der Sicherheitsreferent, der Langjährige von HC Strache auf die Frage, wie er denn mit dem Anwalt M. Verbandelt sei? Kenne ich. Gibt's auch kein Geheimnis, ja. Also das habe ich auch immer kundgetan, dass ich ihn kenne. Wo? Entschuldigung. Achso, das war mit Jahren nicht notwendig. Ja. Aber es ist kein Geheimnis. Wir haben mehrere Rechtsfälle auch gelöst. Das ist an und für sich in Ordnung. Das letzte war jetzt eine Besitzstörungsklage von einer Sicherheitsfirma. Sie haben mit ihm zusammengearbeitet? Nein, ich habe nicht mit ihm zusammengearbeitet. Wir haben ihn einfach nur als Anwalt genommen. Ja. Ah, der ist Ihr Anwalt? Ja. Ja, aber ich meine, jetzt von außen betrachtet, an der Seitenlinie stehend, also in dem Fall aus meiner Perspektive, der langjährige Sicherheitsreferent von HC Strache ist quasi geschäftlich und wohl auch dann privat verbandelt mit dem Anwalt, der jetzt im Zentrum von Ibiza Gate steht. Naja, an und für sich, bitte, hat sich das jetzt entwickelt, ja? Ich meine, ich kann in keine Menschen hineinschauen. Ja, also die nächste Frage wäre gewesen, wussten Sie von all dem? Nein, natürlich nicht. Ja, klar, ich hätte mir denken können, aber ich frage Sie natürlich. Ja. Die Information, dass der Sicherheitsmann mit den Ibiza-Hintermännern bekannt, befreundet oder auch nur in geschäftlichem Kontakt stand, kam von einem gewissen Sascha Wandl. Wir haben viel mit diesem Mann gesprochen in den vergangenen Monaten, haben das auch abgebildet. Er bezeichnete sich selbst als Teil, der einstiger Teil der früheren Clique um die Ibiza-Hintermänner, mit denen auch einstmals Geschäfte gemacht hatte und dann sei man im Streit auseinandergegangen. Und Wandl hatte damals auch erzählt, dass sich die späteren Ibiza-Hintermänner mit dem Sicherheitsmann immer wieder in einer Pizzeria getroffen hätten, um dort über alles Mögliche zu sprechen, und darauf habe ich ihn auch angesprochen. Sagen Sie mal die Pizzeria bitte, wo die sein soll. In der Göttweier Gasse. Ich habe jetzt. In der Göttweier Gasse? Ja. Sie meinen, das ist urlustig. In der Göttweier Gasse. Na, das ist wirklich, wirklich spannend. Ja. Ich kann Ihnen jetzt sagen, auch warum. Ja. Und auch da sage ich Ihnen jetzt kein Geheimnis. Ja. Das ja, ist die ehemalige Wohnadresse vom ehemaligen Bundesparteiobmann gewesen. Und ich bin dort deswegen gesessen, weil wir dort gewartet haben, ob er kommt oder nicht, wenn wir ihn abgeholt haben und gebracht haben. Das ist es. Das war das Brocacci in der Göttweiergasse. Okay. Das war dort... Sie sind dort gesessen, aber nicht mit denen dort gesessen? Nein, ich kenne den Wandl. Der Wandl ist mir bekannt vom Namen her, ja. Ich kenne die so alle nicht, ja. Also ich meine, nicht bewusst, ja, wer das ist, ja. Noch einmal. Wir waren deswegen dort, aber ich war nicht der einzige Sicherheitsreferent, auch der zweite Sicherheitsreferent. Dort sind wir immer gesessen, weil der Chef dort gewohnt hat. Mhm.
In weiterer Folge habe ich die Frage aufgeworfen, ob es denn nicht merkwürdig aussieht, wenn der langjährige Sicherheitsmann von HC Strache zugleich ein Vertrauensverhältnis zu einem Anwalt hat, der eine zentrale Rolle in der Ibiza-Affäre spielt. Und das hat er darauf gesagt. Der Anwalt ist gleichzeitig bekannt, war auch der Anwalt vom Sicherheitsreferent von Strache. Das, ich meine, das gestehen Sie mal zu, dass das zumindest wirklich merkwürdig ausschaut. Aber ja, wie gesagt, also natürlich, aber zum Glück kann ich ja auch das alles belegen. Ja. Also, Verzeihung, was belegen? Worum es in dieser Bekanntschaft mit dem Anwalt ging, ja. Weil ich habe jetzt natürlich im Zuge dieser ganzen Medienermittlungen, ich habe sogar noch den Schriftverkehr von Eva, ja, ja, von meiner Lebensgefährtin zum Beispiel. Oder von einem Verwaltungsstrafverfahren mit mir, ja. Oder für mich, ja, was er für mich abgehandelt hat. Und also es gibt sonst nicht irgendwie Verwerfliches oder dergleichen. Also es dreht sich da um Rechtsfälle. Oder um einen Immobilienkauf oder um einen versuchten Immobilienkauf eben auch, ja, von einem ehemaligen Angestellten von uns, der seine Wohnung verkaufen will und alles. Das ist alles vollkommen normal, ja. Eine der uns im Zuge der Recherchen damals zugegangenen Informationen war, dass der Sicherheitsmann im Rahmen dieser Pizzeria-Runde, ich nenne sie jetzt mal so, belastende Informationen über Heinz-Christian Strache an die Anwesenden quasi verteilt hätte, unter anderem diese damals wiederkehrende Geschichte mit mutmaßlichem, aber natürlich nie bewiesenen Drogenmissbrauch. Das hat der Sicherheitsmann rundheraus in Abrede gestellt, und zwar so. Wirklich? Okay, das ist toll. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Ja? Also, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ja? Also ich kann mir auch nicht vorstellen, also bei aller Wertschätzung, ich bin doch einige Jahre auch beim Bundesparteiobmann gewesen, ja. Und er hat bei mir niemals auch irgendwie in irgendeine Richtung dieses Zeug angegriffen, ja. Ja. Gut, ich meine, das würden wir jetzt als loyaler Mitarbeiter jetzt natürlich auch nicht einfach so auf die Nase binden. Nein, also nochmal, ich bin jetzt auch kein Angestellter mehr, ja. Ja. Also es ist jetzt für mich, ist das wurscht, ja. Es geht mir da eigentlich nur darum, dass ich in diese Sache einmal nicht hineingezogen werden will, ja. Und das ist für mich eigentlich schon schlimm genug, ja. Mhm. Das versaut mir schon ziemlich meinen Urlaub, ja, muss ich gestehen, ja. Eh nur eine Woche. Das tut mir jetzt leid, das ist leider meiner Jobdescription, dass ich anderen Leuten die Urlaube versaue. Ich nehme das bitte nicht persönlich. Sie sind einfach. Ich nehme es nicht persönlich, weil sonst hätte ich sie nicht angerufen, ja, sonst hätte ich mich totgestellt oder was auch immer. Ja, ja, okay. Gut. Und dann war da noch die Frage nach einem möglichen Motiv für all das. Also warum könnte der Sicherheitsmann Dritten Geschichten erzählt haben, die HC Strache betreffen? Er selbst hat das ja wiederholt bestritten. Es gibt auch keinen Beleg dafür. Es ist nur eine Verdachtslage. Aber ich habe ihn darauf angesprochen, und zwar ganz konkret auf mögliche Verwerfungen zwischen ihm und HC Strache, die in das Persönliche, möglicherweise auch ins Berufliche hineinreichen. Und daraufhin hat er das gesagt. Ich meine, es ist halt für uns alle nicht lustig, ja. Aber Sie hassen HC Strache nicht, das wurde mir nämlich auch gesagt. Also nein, ich hasse HC Strache nicht, ja. Okay, gut. Ich hasse HC Strache definitiv nicht, nein. Ich habe auch meine Wahlkarte abgegeben, ja, wenn der Wahlgeheimnis ist, also ich habe auch da kein Problem, ja. Es ist einfach, nein, überhaupt nicht, ja. Was soll's? Überhaupt kein Problem, nein, warum soll ich ihn hassen? Wollen Sie die Antwort jetzt von mir? Ich kann Ihnen, die wurde mir auch gerne schon gegeben. Ja, weil Sie ihm vorwerfen würden, dass er Ihre politische Karriere nicht in ausreichendem Maße unterstützt hätte. Meine politische Karriere, da muss ich jetzt eines schon definitiv sagen, ich habe niemals in meinem ganzen Leben eine politische Karriere angestrebt. Ja? Okay. Niemals. Ja, dann können Sie auch nicht enttäuscht werden sein. Genau so ist es. Ich war und bin Bezirksrat, wollte nie höhere Weihen anstreben, wollte immer meine Arbeit als Sicherheitsreferent machen und das war's, ja. Mehr gibt es da nicht. Das muss ich wirklich auch betonen und das kann ich sogar beweisen. Aber wenn ich Sie schon als Sicherheitsreferenten oder als ja. Wie lange waren Sie denn für ihn tätig? Ja, 13 Jahre würde ich sagen, jetzt seit 2006. Wird diesen Jungs nicht beigebracht, dass die, mit denen sie sich auch, wurden ja offensichtlich geschäftliche Dinge besprochen in Ibiza und soweit es den Gotenus betrifft, offensichtlich auch davor, werden die da nicht eingeschult, dass man die gegenüber sicherheitsüberprüfen lässt? Ich muss dazu sagen, wir haben den Privaturlaub, ja, von unserem Chef
niemals betreut. Für uns war das am Flughafen zu Ende. Wir haben keinen Einfluss gehabt auf irgendwelche Treffen, wir haben keinen Einfluss gehabt auf irgendwelche Freunde, mit denen sie trifft oder geschäftliche Verabredungen. Da waren wir nicht dabei. Weil das einfach so ist in diesen Fällen. Ich kann es nicht beurteilen, ja. Also wenn er uns benötigt, ja, kann er uns gerne anfordern, logischerweise, so wie es bei jedem Arbeitgeber ist. Ja. Mhm. Wir waren niemals mit auf Ibiza. Ja, also wir haben keine einzige Auslandsreise, eine Urlaubsauslandsreise mitgemacht mit unserem Chef, ja. Also zumindest kann ich jetzt einmal sagen, es gibt ja nur einen zweiten Kollegen. Und abschließend habe ich dann noch die Frage gestellt, ob er von der Existenz des Ibiza-Videos wusste, bevor es öffentlich geworden war. Nein. Nicht. Also Sie haben es quasi auch aus der Zeitung erfahren oder in zeitlicher Nähe dazu? Nein, ich habe im Vorfeld überhaupt nichts gewusst, ja. Also das muss ich dazu sagen. Ja. Hat er irgendwas berichtet von dem Treffen? Ist sowas vorgesehen? Weil ich wundere mich überhaupt ein bisschen nicht. Über das. Ha? Gar nicht. Überhaupt nicht, ja. Aber das erwartet man als Sicherheitsreferent schon zu erfahren an sich oder ist das nicht vorgesehen? Was die privat machen, bleibt privat? Ist es. Natürlich, ja. Ich meine, das sind Angestellte, ja. Ich meine, das sind, wenn man sagen, Sicherheitsreferenten, wir haben einen Führerschein, wir sind Fahrer und Sicherheitsreferenten, ja. Also in Wahrheit sind wir, wir fahren auch, ja. Also sie können uns auch Chauffeure auch nennen, ja. Also es ist, wir haben jetzt nicht so einen Einblick hinter die Kulissen, wie es ist. Wie es alle gerne hätten oder sich vorstellen würden. Verstehe schon. Ja, dann habe ich das falsch eingeschätzt. Ich dachte, dass da ist man, also das Portfolio des Sicherheitsreferenten umfasst eben auch sicherheitspolitische Beratung, wenn Sie so wollen, und Briefings, ne? Also laufende. Nein. Nicht, okay. Alles klar. Ja. Gut, danke einstweilen. Jetzt waren es doch 15 Minuten. Danke auch. Danke Ihnen. Danke, wiederhören.